Die Sonne scheint, ein neuer Tag im Renault Zoe und heute widmen wir uns mal dem Multimedia-System. Das ist dieser 9,3 Zoll Touchscreen-Monitor in der Mitte des Armaturenbretts. Und das Ganze ist recht übersichtlich gestaltet. Wir haben eine Home-Taste, die kennt man vom Telefon. Da kommt man immer wieder aus allen Menüs zurück zum Bildschirm. So, dann haben wir hier die Übersicht, was man alles einstellen kann am Fahrzeug. Navigation ist klar. Das Wichtigste natürlich Radio, selbstverständlich. Musik, wenn ich irgendetwas auf dem Handy gespeichert habe oder einen Livestream ziehen will. Telefon für Telefonieren. Und sämtliche Einstellungen, Telefonbücher, Kontakte, alles in der Richtung. Dann gibt es hier die Anwahl von Apps. Das ist bei mir nur Videos und Fotos. Das heißt, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, könnte ich mir auch da wieder angucken. Aber es geht hin bis zum kompletten CarPlay. Alle Apps, die man irgendwie auf dem Handy hat mit Navigation, mit WhatsApp-Nachrichten, kann man da miteinander verbinden. Info ist alles, was sonst irgendwie interessant ist übers Fahrzeug mit Updates, mit Kartenupdate, Lizenzen, wie man sehen kann. Oder die Luftqualität, die das Fahrzeug misst. Also hat man eine automatische Luftaufbereitung, dass man im Innenraum auch immer mal einen frischen Luftwind in der Nase hat. Und die Einstellungen auf dieser Ebene, da gibt es eine Möglichkeit, Fahrassistenten zu programmieren, Spurhalteassistent, Einparkassistent und das Interessanteste, die EV-Programmierung. Da kann man eine Art Standheizung einstellen und wie das funktioniert, erklären wir im nächsten Video.